Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Soziales Umfeld. Das soziale Umfeld ist natürlich ein großes Thema bei DJs, denn man genießt sehr viel Aufmerksamkeit, man hat vielleicht eine große Followerschaft über Social Media und generell steht man eben in der Öffentlichkeit und DJ zu sein ist in der Regel sehr sozial. Aber es bringt halt auch einige Nachteile mit sich, denn dadurch, dass eben das soziale Umfeld so riesig ist, fällt es da schwierig, den Überblick zu bewahren, was sind denn überhaupt noch echte Freunde, wer ist vielleicht eher an meiner Bekanntheit interessiert und dass er auf die Gästeliste kommt. Es gibt hier einige Veränderungen und Auswirkungen, wenn ihr DJ seid, eben auch in eurem Alltag und das wollen wir zusammen hier mal klären. Eben dieses große soziale Umfeld ist nicht von der Hand zu weisen und ihr könnt hier viele Kontakte knüpfen, ihr habt eben viele Kontakte zur Szene und gerade in der Gastronomie ist es dann oft so, dass man sehr leicht und schnell ins Gespräch kommt, der kennt einen, der einen kennt, der einen kennt und es sind ja sowieso immer viele Leute auf einem Haufen bei Veranstaltungen, auch in der DJ-Booth hängen meistens mehrere Leute rum. Es gibt viele DJs und das Ding ist dann hier, was dir dann auch insofern wieder zum Nachteil eventuell werden könnte, wenn du nicht gut bist im Kontakte knüpfen, dass eben, wenn ja mehrere DJs gleich gut sind, wird logischerweise eher der genommen, den man dann am besten leiden kann, den man am besten kennt. Und das ist ja eben auch genau das, was passiert. Und deswegen sagen wir euch auch immer wieder, dass ihr viel netzwerken müsst, dass ihr gute Connections haben müsst, die euch da ja auch weiterhelfen. Der Kontakt mit dem direkten Umfeld, der kann schon schwierig werden, denn als DJ arbeitet ihr genau dann, wenn deine anderen Freunde auch feiern gehen zum Beispiel oder eben was anderes unternehmen, privat. Und wenn ihr dann zum Beispiel auch durch die Nacht auflegt und bis zum nächsten Tag mittags schlaft am Wochenende, ist das auch wieder Zeit, in der andere was unternehmen und ihr eben noch müde seid vom Gig und hier auch nicht mitmachen könnt. Und deswegen kann sich das leider über die Zeit so einschleichen, dass der Kontakt mit eurem alten Umfeld, bevor ihr DJ wart, immer weiter abnimmt, dass es sich hier verschiebt eher in Richtung des Gastronomie-sozialen Umfelds, denn diese Leute teilen ja das Schicksal mit euch und deswegen hast du hier natürlich eher Möglichkeit, jemand nochmal zu treffen, der vielleicht auch unter der Woche mit dir nochmal weggeht und lange wach bleibt, bis tief in die Nacht unterwegs ist. Deswegen musst du hier vorsichtig sein. Du kannst natürlich deine Freunde einladen zu deinen Gigs und das ist natürlich immer schön, wenn man dann ja eine Unterstützung für die Tanzfläche hat. Die eröffnen dann langsam den Abend und ziehen die anderen Leute mit oder sie begleiten dich einfach in der DJ-Booth und leisten dir da Gesellschaft. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache und das solltest du machen. Du kannst ja deine Freunde immer auf die Gästeliste schreiben und deswegen ist es eigentlich eher entspannt. Nutzt es definitiv, da werden dir deine Freunde natürlich auch normalerweise dankbar sein. Aber es ist insofern ja schwierig, dass eben selbst wenn sie da sind, du auch nur bedingt wieder was von ihnen hast. Denn du musst ja auflegen, du hast was zu tun, du musst dich konzentrieren, du musst deinen Dienst ableisten vor dem Publikum. Und insofern du halt wirklich den ganzen Abend auflegst, wird es ja auch nie zu diesem Moment kommen, wo ihr euch mal länger, ausgiebiger unterhalten könnt, wo ihr eben vielleicht selber mal zusammen auf die Tanzfläche gehen könnt. Und ist es dann eher so ein cooles Nice to have. Eben, ja, sie sind auch da, aber mit dem richtigen Weggehen mit deinen Freunden kann man es eigentlich nicht vergleichen. Die Liebe und Zuneigung, die du so in Clubs erfährst oder eben auch über Social Media, wenn du schon eine große Bekanntheit hast, die ist definitiv nicht mit dem zu vergleichen, was eben vielleicht deine engen Freunde dir geben oder du von deiner Familie erfährst. Denn auch die Gastronomie ist leider sehr, sehr oberflächlich und schnelllebig. Und vor allem wirst du viele, viele Leute finden, die einfach eher den Kontakt zu dir suchen, weil sie auf die Gästeliste wollen, weil sie Freigetränke wollen, weil sie generell auch an deine Connections ran wollen. Und deswegen musst du hier ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, musst hier genau selektieren. Und wenn du eben merkst, dass hier jemand nur auf was Bestimmtes abgesehen hat, musst du die Leute wirklich absägen, weil von denen hast du absolut gar nichts und die sind auch schneller wieder weg, als du gucken kannst, wenn du mal das nicht mehr liefern kannst, weswegen sie dich vielleicht eigentlich mal angehauen haben.
Mach dir ab und zu mal ein paar freie Tage oder auch ein ganzes freies Wochenende in deinen Kalender. Natürlich musst du von irgendwas leben, aber was bringt dir das Leben auch ohne richtige Freunde und den guten Kontakt zu deiner Familie? Und deswegen schau hier, dass du wenigstens ab und zu mal eben irgendwo ein freies Wochenende machst oder einen freien Tag am Wochenende, dass die Leute, wenn die ja eben normalerweise auch arbeiten unter der Woche und dann am Wochenende was unternehmen, dass du dann da auch wieder mitmachen kannst. Es ist ganz wichtig, dass du diese nachhaltigen Kontakte pflegst, am besten die, die du halt auch schon früher hattest, weil das sind Leute, die haben dich auch schon gemocht, bevor du DJ warst. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn du deine Karriere mal beendest, aus welchen Gründen auch immer, oder es klappt mal irgendwas nicht so gut, du hast halt dann irgendwas zu knabbern, eine gewisse Problematik, dann sind das auf jeden Fall die Leute, die dir hier weiterhelfen können. Und ja, dem typischen Gastronomiepublikum ist es halt eher so, wenn man zusammen feiert und die Party läuft, dann sind alle beste Freunde. Aber wenn es drauf ankommt, wird es dann schon schwierig, jemanden zu finden, der ja, sich auch wirklich Zeit für dich nimmt und dir über dein Problem genau zuhört. Deswegen, dein soziales Umfeld wird sich mit Sicherheit verändern, wenn du DJ bist. Allein schon von dem, wie dein Alltag sich entwickelt, das ist ganz klar. Aber eben hab den Fokus und behalte es im Hinterkopf, dass du auch den Kontakt immer noch zu deinen alten Leuten suchst oder blöd gesagt zu den normalen Menschen, mit denen du vorher eben auch schon einiges zu tun hattest. Oder die dir auch natürlich noch in Zukunft begegnen, das kann ja sein. Aber setz hier wirklich nicht alles auf das Gastronomiepublikum und sei auch vorsichtig eben gerade vor dieser Entwicklung, die sich da mit Sicherheit einstellen wird. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.